herzlich willkommen zur heutigen Episode Night of the Dead. Wie man oben rechts sieht, folgt gleich Nacht Nummer 153. Es startet Tag 153, so rum. alles wie gehabt. Ich habe den ganzen Tag hier schön Papp gebaut, noch ein paar Zimmerchen gebaut. Von hier oben kann man es ja auch sehen. Ich war dann einfach nur zu faul, noch ein Dach irgendwie zu machen. Deswegen habe ich einfach die Platten hier oben drauf gesetzt. So da wie. Und einfach, weil ich so eine spontane Idee war, einen Balkon gebaut. Man kann es auch schick machen während der Apokalypse. So. Ich hole euch dann gleich in ein paar Sekunden wieder mit dazu, weil so lange hier rumstehen und rumschweigen ist, glaube ich, auch blöd. Also, bis gleich. Ready, steady, go. Jo. Mann, ich leg mein Handy ja schon aus der Hand. Was? Wie kann das sich getroffen haben? Hit Validation, oh, Server. You know. Ja. DPD. Aber der Streich von den Zombies ist immer so geil, wenn die Horde anfängt. Kommt, meine Kinder. Du bist creepy. Habe ich das schon mal gesagt? Heute noch nicht. Oh, fuck off. Ich glaube, die Ballistas haben sich leer geschossen. Super. Naja, macht nichts. Die machen sowieso bei den Dicken nicht so viel Schaden. Hey. Die habe ich tatsächlich überwiegend nur wegen den Tierchen aufgestellt. Ja, stimmt. Und ups. Was? Feuerwerk. Yay! Fackel. Silvester bei uns mal wieder. Brennende, lebende Fackeln. Und tote Fackeln. Ja. So ein bisschen flambierte Zombies und so. Alter. Und maybe vielleicht auch ein paar flambierte Knallfrösche. Ich geh mal runter. Ich jetzt hier runterspringe, bin ich 100% tot. Ja. Ich komme mit. Schon ausprobiert? Ja. Es ist nicht einfach, das Wasser richtig zu treffen, sagen wir es mal so. Heute eigentlich ins Wasser springen. Ich habe dabei 3 Steine mitgenommen. Wollte ich nicht. Muss ich mir nicht. Nein! Viel Spaß! Das ist das Problem, was Conny vorhin hatte! Ja. Ich hab dich vom Schritt herunterfallen sehen. Deine Kiste liegt da. Ja. Hey. Meister eigener Forschung verlost. Geh weg. Ich bin mein Meister eigener Zug. Ja, ich gehe auch jetzt meine Kiste nicht holen. Alles lachen, oder? Meine? Ja! So ein bisschen. Guten Tag. Das kann ja auch wieder nur mir passieren, ne? Warum kommt ihr da wieder raus? Kommt ihr wieder drin? Ich gehe mir mal die Muni holen, dass ich mir ein paar Kugeln verpassen kann, damit die sich wieder bewegen hier. Ja, ich würde ja auch schießen, aber meine Kanone liegt irgendwo da.
Da komme ich gerade nicht so wirklich hin zu meiner Knarre. Irgendwie, ja, bisschen dumm gelaufen, würde ich sagen. Jo. Aber nur ein bisschen. A little bitch. Ja. Der Weg dicht. Haut ab. Oh, ob Alter. Das so eine gute Idee ist. Wir schießen den Weg frei. hallo? Ich sag mal jetzt alle, der Sterben, ich möchte. Soll ich den zweiten Dings machen? Jo. Nein, wir springen nicht wieder in die Border. Größenwahnsinnig. Jetzt springen da hoch. Ja, genau, lass dich noch implantieren. Ist okay. Ja, komm. Ist aktiviert. Geh. Lauf. Geh. Aber lauf. Alter. Beweg dich. Ich bleib jetzt hier stehen. Bis ich zu meiner Kiste komme. Heute gibt's nicht nur flambierte Zombies, heute gibt's auch geröstete Zombies, geröstete Brina und flambierte Brina. Sind wir bestimmt noch ein Jäcksel, Idiot. Bitte kill. Ja. Yay. Triple kill mit Kotzi. Nice. Ein Triple kill habe ich auch schon in League of Legends mit einer Supporterin hingekriegt. Du kannst es wagen. Ja, ich richte meine Klammer an. So stehen bleiben wollte ich jetzt nicht. No. Lauf, Brina, lauf! Alles nehmen, ja. Oh. Komm, Verschlussmaterial. Gib mir noch ein paar Säcke. Brina? Ja. Brat mal. Ich komme! Ja, nee, eben nicht. Bitte, was? Was? Stuck. Keine Brina 10.0. Kommt vielleicht noch. Also, ab hier wieder. Schnelldurchlauf. Yay! Außer vielleicht. Hey, hallo. Hab ich mich eben erschrocken. Ich wollte gerade das Eisen holen, du Depp, du. Hau ab. Ich wollte gerade sagen, zweite Wave, Hallöchen. Es sind ja Bäume im Weg. Es tut mir leid, tut. Oh, da ist noch einer. Hm. Komm mal hier lang. Hier lang. Sehr gut. Ihr seid aber hübsch. Los, ja, ganz schöne drei Köpfe und so, ne? Ihr seid hier nur zu zweit. Da kommen noch welche. Entspann dich. Oh Gott, da kommt der Vizimmer. Entspann dich. Conny, entspann dich. Der will doch nur kuscheln. In der Regel trifft der Raketenwerfer mich. Ja. Aber das hast du mich verraten. Das ist ein hässlicher Arsch, ey. Was hast du? Ey, hallo, hast du gerade meinen Arsch beleidigt? Was hast du denn dabei gehabt, Schnuppi? Knochenhandschuhe. Drei. Hallöchen. Ja, moin. Na, seid ihr öfters hier, ihr Hübschen? Da Hübschen kommt drauf. Noch ein Vierter. Geht halt eben an mir vorbei, why not? Ich steh nur hier. Die finden Brina halt viel schöner. Hallo. Ihr seid aber hübsch. Oh. Ihr seid aber hübsch. Was hattest du denn Schönes dabei? Mal gucken. Auch eine Rüstung.
Was war das? Leder. Lederhandschuhe und der hat nur einen Beutel. Knochenrüstung und Eisenhelm. Hast du wieder zurückgepackt? Komm, Zombie. Ja, du bist ein hübscher Zombie. Oh. Du willst mir nicht zu nahe kommen. Ah, wie war es, dass du schon nicht brenne? Wenn du still stehen bleibst, dann laufen die an dir vorbei. Das ist cool. Schön, ich muss mich mal kurz löschen gehen. Vergiss, was ich gesagt habe. Alles Scheißdreck, ich renne. Alles Scheißdreck, ich renne. Ich mach mal dasselbe, ich renn mal in die Base rein. So. Aua! Aua! Bist du noch direkt doof? Lauf, Conny, lauf! Uah, Knallfrösche, hallo! Kann es sein, dass du ein bisschen brennst? Nee, ich bin ein Glühwürmchen. Ich bin der Herr des Deckenbote. Ihr hübschen Knallfrösche. Ich sehe halt einfach. Conny hat es von den Arsch. Ich find's ja einfach so geil. Hallo, ich rede von Relief-Tag, als ich das allererste Mal Night of the Dead gespielt habe und ich da durch die Welt gestreift bin und da rennt auf einmal so ein Explosionsvieh vor die Nase. Ich habe erstmal ewig lang gebraucht, um den Down zu kriegen und dann explodiert er auch noch. Also ich war total erschrocken. Dieser böse Kneippfrosch. Aber echt, ja. Okay, heute rennen mal in so eine Zombie-Horde rein. Das war nicht witzig, kann ich dir sagen. Wenn du erstmal keinen Plan hast. So wie ich immer, ja. Ich bin für heute los. Alles klar. Dann schlafen und träumen was Schönes, Patrönchen. Vielen Dank, gleichfalls. Danke. Wir hören uns dann morgen oder die Tage irgendwann. Ja, bestimmt. Gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ich glaube, wir müssen von den Fallen runter. Ach. Ja. Und dann kommen sie wieder hier in die Base rein. Ich bin mal wieder in die Base und stehe bei meinem Flammenwerfi. Mhm. Ja, hier seht man ganz kurz mein Inventar. Ist nicht viel drin. Tatsächlich. Ist noch Platz nach oben. Luft nach oben heißt es. Luft, ja, Luft. Das ist doch nicht so da. Jetzt baue ich auf. Ich hätte. Ach, Kacke. Was ist passiert? Ich wollte gerade sagen, bist du wieder ins Wasser gefallen? Nein! Beweg dich! Beweg dich! Sag mal, könnt ihr mal aufhören, euren Scheiß hochzuschmeißen? Die wollen dir nur geschenkt. Haut ab! Geht weg! Geht eure Geschenke weg! Ich hab gleich keine Muni mehr. Okay, das reicht. Ich hol den Rack. Ich hol den Granatenwerfer. Zombies, lauf! Lauft um euer Leben! Bonnie ist böse. Die gehen mir auf den Sack da. Die machen alles kaputt. Die wollen doch auch nur gucken. Wenn sie gucken wollen, dann sollen sie reinkommen und sich die Fallen von nahen betrachten. Hab ich den einstecken? Flammenwerfer? Ah jo, hab ich. Moin. So.
Okay. Ist ja auch noch eine Knarre, ne? Ja, auch wieder schießen. Schön. Ach, jetzt sind sie weg. Pack auf. Ach klar, ich hab geschossen. Hab ich auch. Ich mochte sie nicht, deswegen sind sie freiwillig gegangen. Zombie-Eintrittsgeld, ein Goldfisch. Das ist gut, Ding. Ja. Aber selbst für einen Goldfisch kommt die hier nicht rein. Von goldenen Keulen lässt sich diskutieren. Ach, flambierte Zombies sind doch schon was Schönes. Aber meistens mal so von hier betrachtet, ey, man sieht halt einfach mal so, wie das Blut dann mal kurz spritzt. Ami. Mal auf. Katerchen, was los? Katerchen möchte auch flambierte und, Was willst du denn von mir? Kannst du mal wieder auf die Uhr gucken? Wir haben es 2:15 morgens. Du rennst hier rum wie ein geölter Blitz. Du hast auch einen Dachschaden. Leg dich hin und schlaf. Speed! Ja, voll. Der hat auch ganz große Augen hier. Was ist denn los? Oh. Knuddelchen. Oh, Internet. Da kommen echt welche von hinten. Was? Oh. Wir sind zwei gerade von der anderen Seite gekommen, deswegen. Finde ich das nicht cool. Haut ab. Nee. Auch nicht. Okay, die Karte haben alle ihre dollen Karte. Hier hinten sind Krallen. Kennst du schon warm war, die Fresh Nein spielen musst du gucken. Ich kenn den schon. Der Film ist echt nice gemacht. Habe ich damals, Ironie des Schicksals, mit meinem Ex-Freund zusammen geguckt. Aber ich mag den Film. Ja, heute kann ich auch drüber lachen. Richtig. Oh, keine Muni mehr. Schade. Hat Spaß gemacht. Ich fand, mir hat Spaß, dass die Muni ausgegangen ist. Ach nee, also jetzt geht ihr mir mal nicht auf den Sack. Mitkommen. Oh oh. Jungs, Laub, Conny ist böse. Bewegt euch, hallo. Ich weiß es nicht, ob es ein Zeichen war. Aua. Ah, bewegt er sich? Zombie-Kratchen, macht so gespannt. Krabom hat's gemacht. Conny ist eine lebende Fackel da hinten. Das sieht echt lustig aus. Ich hab mein Laserschwert in der Hand, du Eumel. Er sieht von hier echt aus, als würdest du da irgendwie Mausezeichen geben. Ne? No joke, das sieht echt gut aus. Musik, warum hörst du nicht auf?
Das ist eine gute Frage. Irgendwo ist noch einer. Dann ist halt nur die Frage, wo, ne? Ja, moin, hi. Hi. Tschüss, Zombie. Jetzt. Warum stehst du wieder auf? Hat ja aber auch niemand erlaubt. So, dann gehe ich gerade den Strom aufmachen und dann helfe ich mit aufsammeln. Ja. Oder weißt du was, ich kann ja auch auf dem Weg rein hier reparieren. Genau. Ach ja, wie gut, dass ich den Müll schon zur Straße gebracht habe. Nein, was kannst du denn? Was du schon wieder für Sachen? Ach, mit einem Zombie getötet. Er wollte irgendwie so ein bisschen an mein Blut ran, aber ich sag nein. Fand er jetzt nicht so witzig und dann ist er umgekippt. Oh. Ja. Warum hat es da eben noch geschossen? Ich nicht. Ich frag mich gerade, ob ich es doch. Ich will glaube ich auch nicht rausfinden. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich weiß warum. Warum? Hier ist noch ein Riesenzombie, so Brina 10.0. Was? Ja! Okay, ich geh mal Raketenwerfer anmachen und so, ne? Ja, ich versuche hier mitzulotsen. Komm mit. Komm mit hier, Dickerchen. Er macht hier nämlich gerade kaputt, Putt. Finde ich gar nicht witzig. Was soll denn der Scheiß? Spinner. Okay. Lauf, Brina! Ja, ich bin doch gar nicht da. Es kommt! Raketenwerfer. So. Halli hopp. Okay. Dankeschön. Das ging schon. Okay. Hatte auch nur ein Säckchen dabei, aber. Ja, weißt du, guckst du nichts ahnt dahin? Ich weiß, warum hier noch beschossen wird. Kann ich jetzt endlich weitermachen? Ja. Gut.
War doch ein sehr schöner Stream. Ich mach dann hier jetzt auch gleich noch dicht. Manchmal mag ich das. Wenn nicht so viel los ist, aber doch einiges im Chat los ist. Schmeiß noch gerade hier das ganze Zeugs raus. Das da raus. Darf ich Pilze einstecken? Nee, hab ich nicht. Und es war diesmal nicht so viel wie sonst, also nicht so lange. Wir waren nur auf, 4 Stunden 41. Dafür, dass es morgen wegfällt durch Drunk by Daylight. Ja. Aber das war jetzt nicht gut, dass ich halt so lange gemacht habe. Scheiße. Das wird kann so ich immer den Spaß haben. Das wird so übel. Das wird so übel. So. Dann mache ich jetzt auch bei mir den Cut. Ja, ich werde noch eine rauchen und dann werde ich auch mal Haya-Bubu machen gehen, weil Bett schlafen gut. Aha. So. Und das wäre es auch für heute gewesen. War doch mal wieder eine schöne Nacht mit großen Besuchern und welche, die noch hinterhergezogen haben und sich in irgendeiner Ecke versteckt haben. Wie können die sich eigentlich verstecken? Warum haben wir den nicht keine gesehen? Keine Ahnung, ich habe ihn nur durch Zufall da stehen sehen. Ich hätte es gefeiert, wenn er dich einfach zermatscht hätte. Ja, danke, Conny. Ich hab dich auch lieb. Das sind die liebevollen Worte von Conny. Jedes ja, Mal. Normal. Ja. Ja. Leider. Oh. So. Aber wir haben uns trotzdem lieb. Na klar. So, dann bedanke ich mich jetzt auch wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Nadie.